Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. So, wir wollen jetzt zur Panzer fahren, haben wir beim letzten Mal beschlossen. Panzer fahren, ich will Panzer fahren. Yeah! Das wird geil. Also, entzünde mal. Alle Lichter grün. Das ist ein gutes Zeichen. Wohin fahren wir? Bobby meinte, da ist ein Schrottplatz im Osten. Okay. Perfektes Gelände für ein paar Zielübungen. Lass uns mal Bobbys Fundstück testen. Lässt sich das beheben? Schieß einfach weiter auf diese Rostlaufen. Ich nehme dabei die Ziele. Sieht sich besser an, oder? Mhm, scheint so. Schieß sicherheitshalber nochmal. Ein Ziel fehlt uns noch. Wo ist das letzte Ziel? Hallo? Ich sehe das letzte Ziel nicht, ne? Hä? Lass uns zurück. Der Raketenwerfer! Den habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Heavy, heavy. Ich übernehme. Okay. Eigen, was das Parken angeht. Ich bin eigen, was das Parken angeht. Okay. Nice, aber es fährt, also er fährt sich gut. Muss man einfach jetzt mal so sagen, ne? Michi, wo bist du? Da bist du. Fährt sich gut. Bist du nervös wegen morgen? Hat nichts mit Nervosität zu tun. Nicht mehr. Willst du nicht auch eins? Alles gut, danke. Damals im Krieg, bevor wir das erste Mal entsendet wurden, wurden wir trainiert, mit Stress klarzukommen. Weißt du wie? Wie? Wir haben uns Chemie-Cocktails gegeben. Präparate, Booster, Gott weiß was noch. In die Venen gespritzt, unsere Biomons sind durchgedreht, aber nur für eine Sekunde vor dem Stabilisieren. Und wie stabilisiert wir waren. Nach einem Dutzend Sitzungen macht's in deinem Kopf Klick. Die Neuralwege werden umprogrammiert. Der Teil, der Angst generiert, wird völlig zerfräst. Dachte, Chem-Cocktails wären verboten worden. Schon damals, im Krieg. Ach komm. Kam es nicht zu Cyberpsychosen in mehreren Einheiten? Na und? Glaubst du, Militech hat das gejuckt? Die haben die Betroffenen in ihre Kliniken in Taiwan geflogen. Jeden Tag neue. Und jeden Tag kamen neue Rekruten. Uns hat man fleißig weiter mit dem Dreck vollgepumpt. Aber wir wurden ja bezahlt. Eieieiei. Das ist verdammt abgefuckt. Was dachtest du denn? Krieg ist nun mal abgefuckt. Der, in den wir morgen ziehen, auch? Warum? Kriegst du plötzlich Schiss? Ich mache mir keine Sorgen. Das solltest du auch nicht. Mich wird was anderes wachhalten. Und was? Na, ist egal. Komm schon. Ich gehöre doch zur Familie. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Stunk zwischen Panam und Saul. Sie denken, es reicht, wenn sie allen was vorspielen. Aber unsere Leute sind nicht blöd. Gerüchte breiten sich wie ein Lauffeuer aus. Dass Saul das nicht durchzieht. Dass er es nur für sich macht.
dass diese Familie einen Umschwung braucht. Was ist mit dir? Was soll sein? Was denkst du? Sollte Saul zurücktreten? Panam die Führung übergeben? Mal sehen, wie die Lage morgen ist. Wenn sich der Rauch gelegt hat. Du bist dran. Was denkst du? Hatte gehofft, dass Panam ranreift. Erwachsen für was? Ist doch offensichtlich, dass Panam den Clan führen sollte. Hat sie oft bewiesen. Sie hat nur bewiesen, dass er ihr wichtig ist. Aber das heißt nicht, dass sie Macht will. Ich glaube, ich verstehe. Panam geht's um den Clan, nicht um Macht. Aber lässt sich das vereinbaren? Hey, guck nicht mich an. Gute Frage, nächste Frage. So. Panam will dir unbedingt helfen. Aber Saul sieht das Ganze als eine Gelegenheit für was anderes. Er will Mikoshi plündern. Mhm. Wenn wir das durchziehen, haben wir Arasaka Tech, die uns den Neuanfang im Süden ermöglicht. Du weißt, was das heißt? Panam wird die Chance verlieren, den Clan anzuführen. Falls sie überhaupt noch eine hat. Wenn morgen alles glatt läuft, heimst Saul die Lorbeeren fürs Anführen ein. Keine Frage. Aber wenn irgendwas schief geht... Kriegt Panam die Schuld. Sie hat mich ins Spiel gebracht. Saul ist gerissen. Er weiß genau, was er tut. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht zu hoch gepokert hat. Okay, heute haben wir genug getratscht. Das hier bleibt unter uns, okay? Ich fummel noch etwas im Innern dieses Babys hier. Klar. Fröhliches Fummeln, Mitch. Solange morgen da nicht überall weiße Flecke sind. Danke. Guck mal doch. Hä? Wir haben noch mit Zoll gequackelt. Man würde schon sagen. Sprich mit den Nomadi da, die da, die da, die da, die da, die da. Mit allen? Wie ist es so in Night City? Nope. Durch? Nope. Hier draußen lernst du alles fürs Leben. Ach, ich gucken. Aber mit wem soll ich noch reden? Hallo. Hallöchen. Ne? Ah. Ja? Nicht ja. Ich behalte dich im Auge. Okay. Hallo? Gab schon lange kein Regen mehr. Hallo? Na, jetzt viel lieber da draußen unterwegs. Wohnst du auch hier? Was? Hast du dich verlaufen? Du hast etwas unter der Achsel. Pass auf, sonst verschluckst du eine Fliege. Okay. Oh, hallo. Oh, was ist mit dir los? Hast du einen Grund zu leben? Wir schon. Ich könnte von hier abhauen. Ich frag mich, mit wem ich hier alles noch reden soll. Mit Saul? Oh. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Keine Sorge. Alles unter Kontrolle. Gut. Nacht, Saul. Warte. Hä? Huh? Ich glaube, ich muss da noch was klarstellen. Du hast viel für den Clan getan. Und für mich. Mehr als irgend sonst jemand. Aber die Familie geht vor. Saul. Lass mich ausreden. Im Moment könnte nur eins diesen Clan zerstören. Wenn Panam und ich, wenn wir getrennte Wege gehen würden. Die alte Kaldus würden noch eine Abspaltung nicht überleben. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Du benutzt mich. Der Clan will Mikoshi plündern, während du Panam einen Gefallen tust, indem du mir hilfst. Nicht schlecht, Saul. So ein Blödsinn. Denkst du, ich würde den Clan aus Eigennutz Gefahren aussetzen? Wozu? Du bist nicht der Typ, der freiwillig Macht abtritt. Und wenn wir morgen verlieren, wen führe ich dann an? Hm?
Geister und Asche? Du irrst dich wie? Es geht nicht um Macht. Diese Jacke steht für etwas. Du wirst noch früh genug verstehen, was es bedeutet, Teil eines Ganzen zu sein. Und zwischen uns, Sol? Alles okay? Morgen ist ein wichtiger Tag. Ruh dich ein bisschen aus. Mit wem könnte man noch quaggeln? Kannst du mir von dem Chrom was empfehlen? Naja, Cyberimplantate sind wie Schuhe. Ja. Ein Netrunner hat nicht dieselbe Bedürfnis. Wir können sie unter Bedingungen knapp über die. Achso, was bist du da? Hey, wie geht's, Bruce? Schon die ersten zarten Wurzeln geschlagen? Hey, eine alte Nomadenweisheit. Nicht alle Lager sind gleich. Aber hier fühle ich mich zu Hause. Ich meine, könnte sein, dass das mein Zuhause wird. Dakota meinte, ich wäre nützlich. Kenn sichere Wege in den Süden. Gefahrenzonen. Das tut einfach gut, weißt du? Freut mich zu hören. Der Ort tut dir gut. Ja, finde ich auch. Danke nochmal, Vi. Gerne. Vi? Hallo? Nope. Oder brauchen wir noch... Ach, nö. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? So. Hallo? Was macht ihr hier? Bommel die Bommel. Hier ist auch keiner mehr, mit dem ich reden soll. Da! Aha! Benedikt. Hab ich recht? Wie? Hey, wie läuft's? Alles klar bei dir? Ja, schon. Bei dir? Dakota meinte, ich soll eine Weile stillsitzen, weil Militech noch rumschnüffelt. Aber mir fängt's an, in den Fingern zu jucken, weißt du? Leg dich besser nicht mit Dakota an. Ist ein gut gemeinter Rat. Und pass auf dich auf. So, wie sieht's denn hier oben aus? Du kannst ihr nicht schreiben, wie gefährlich das ist. Sie will ihren Job in Colorado aufgeben und hierher kommen. Aber auch niemand. Vielleicht hier hinten? Er hier. Nö. Sieh an, wer da vorbeischneidet. Ach doch. Revolver, leere Flaschen, irgendwo im Nirgendwo. Perfekt. Ich glaube an altbewährte Wege und Tech. Weiß nicht warum, aber ich traue Chrom einfach nicht. Okay. Ja, ist ja verständlich, also. Beim Knall musst du der Stille in deinem Kopf lauschen. Das habe ich vor langer Zeit gehört. Da war ich in etwa so alt wie du. Bis heute nicht vergessen. Morgen wird's knallen, nicht so knapp. Deshalb versuche ich mich auf diese Stille zu konzentrieren. Darf ich mitmachen? Weiß gar nicht mehr, wie es sich anhört, wenn mein Kopf sich nicht selbst zermalmt. Wenn du magst. 12 Flaschen in 15 Sekunden. Volle Konzentration. Nur so hast du eine Chance. Glaub nicht, dass du das hinkriegst. Werden wir ja sehen. Ziemlich selbstsicher. Verwette meinen Revolver, dass du es nicht schaffst. Okay. Ich fange an zu zählen, sobald du auf die Linie trittst. Welche Linie? Hä? Und los! Ja, ich bräuchte doch eine Waffe. Ganz. Aber Übung macht den Meister. Hals- und Beinbruch für morgen. Ah, da wird noch viel mehr brechen. Schade. Ja, da hätte doch mir aber ne, erstmal sagen müssen, wie die Spielregeln sind. Ist ja unfair. Wusste ich ja gar nicht. Oh no. Da hinten ist noch eine Drohne. Ihr wolltet auch nicht mit mir reden. Dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt eigentlich mit allen... versucht zu quackeln, oder? Gibt's hier doch noch jemanden? Hallo. Hello again. Keiner mit mir reden wollen? Also so richtig reden wollen? Aber hier doch bestimmt irgendeiner würde hier mit mir reden wollen. Hallo. Keiner. Schade. Ihr vielleicht auch nicht. Sonst gehe ich jetzt zu Panam.
Und mach Palimpalim. Hier drüben, wie? Setz dich. Haben da nämlich so ein kleines Ritual. Was denn für ein Ritual? Ein paar Kühle vor dem Überfall. Ah. Ein paar Kühle so vor dem Überfall. Kein normales Bier, sondern eine der letzten Flaschen von unserem ersten Gig. Haben ein paar Kisten aufgehoben, als Glücksbringer. Wie war das noch? Scheiße, weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand meinte, wenn die alle sind, ist das Glück der Aldecaldos aufgebraucht. Oh, du und dein abergläubischer Scheiß. Sagt der Bruder, dem die Hände zittern, wenn er eine aufmacht. Nein, danke. Ich behalte lieber einen klaren Kopf. Kann ich nicht nachvollziehen, aber akzeptieren. Nächstes Mal. Genau darauf sollten wir trinken. Auf morgen. Auf eine sichere Rückkehr. Auf Saul und Panam. Wenn die beiden sich nicht versöhnen, fahren wir das Ding an die Wand. Aber die haben sich doch jetzt versöhnt, oder? Der ewige Optimist, nicht wahr? Wie? Du weißt sicher, wie es mit ihnen läuft, oder? Naja. Meint ihr, es ist echt so schlimm mit ihnen? Fakt ist, wir brauchen Kohle. Und zwar schnell. Amen. Für dich ist Mikoshi was Persönliches. Aber Saul sieht darin eine Chance für den Clan. Wenn überhaupt jemand aus der Familie morgen überlebt. Mir hängt die Debatte um Panam und Saul zu den Ohren raus. Nicht nur dir, Kind. Was geht bei euch ab, Leute? Nicht viel. Alles ist für morgen vorbereitet. Wir warten immer noch auf Infos von der Drohne. Morgen früh wissen wir mehr. Davon abgesehen beten wir alle, dass wir morgen nicht totgefickt werden. Verzeih meine Ausdrucksweise. Eins verspreche ich. Die Aldecaldos werden überleben. Dafür sorge ich selbst. Versprich nicht zu viel, Vi. Aber du hast recht. Der Clan könnte endlich aus der Asche auferstehen. Denke ich auch. Wenn wir Mikoshi überleben, wenn dieser verrückte Plan funktioniert, ist das ein Neuanfang für die Aldecaldos. Das ist Bobbys Einsatz, um falsch zu sein. Nee, komm. So ein Miesmacher bin ich auch nicht. Also gut, ich muss los. Wir sehen uns morgen. Okay. Wir finden da irgendwas wert. Haben wir nicht mit den wir haben immer noch nie mit allen Nomaden gesprochen, wa? Also ja, hier könnten wir Waren einkaufen oder verkaufen. Komm, wir verkaufen mal. Oder wir haben noch hier ein bisschen was. Oder wir kaufen. Hast du noch? Ich glaube, ich brauche grün Material. Grüne haben wir aber nicht mehr, ne? Warte, wir müssen mal gucken. Wir können auch Sachen. Hey, was wird denn das hier? Wir können doch Sachen bestimmt upgraden, oder? Nicht genug Komponenten, nicht genug. Ja, gut, das sei hier. Wie? Was? Wie? Hä? Hä? Was soll denn das? Grün brauchen wir. Wir brauchen Grün. Das bedeutet, wir zerlegen Sachen machen. Rucksack, Waffen und Abbruch. Wenn wir nicht zerlegen, kriegen wir grüne Komponenten. Das ist gut. Da auch, da auch. So, hier kriegen wir sogar noch blaue Komponenten mit dazu. Abbruch. Dich aber, obwohl du sehr viel Geld bringst. die bringen alle richtig Geld. Ach, Mann. Die tragen wir nicht. Die würde ich jetzt auch ehrlich gesagt auch. Ja, komm hier, weg damit. Weg damit. So, haben wir noch hier. Na, guck mal einer an. Da haben wir doch auch noch was. Klamotten hatten wir auch ein bisschen was bekommen. Wir brauchen halt grüne Klamotten, ne? Grüne Klamotten. So. Granatidati. Ja, hier weg damit. Die brauchen wir wirklich nicht. Da würde ich jetzt auch mal noch 21 von wegmachen wollen. Und den Rest behalten wir erstmal. Wäsch. Welches ist besser? Los, do. Dann das Wäsch. Ah, da sind die Meter ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen 0,9 ist doch besser. Machen wir so. Ja, okay, okay. Weiß kann definitiv weg.
Und dann lassen wir es. Da haben wir ja hier, guck mal. Doppelte können wir doch weghauen, oder? Hätte ich jetzt hier gesagt. Den Rest lassen wir erstmal so. Junk. Können wir gar nicht zerlegen, ne? Oder? Doch, dann würden wir ein grünes bekommen. Ist doch auch okay. Und das war's. Dann könnten wir jetzt nochmal gucken, ob wir doch noch was upgraden können. Gerade von unseren Hauptwaffen, aber anscheinend nicht, ne? Könnten die Hose nochmal upgraden? Schon auf jeden Fall was. Dich. Warum habe ich eine Hose an, wo nur ein Slot belegt ist? Das verstehe ich gerade nicht. Muss ich jetzt leider so sagen. Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Rucksack. Erhalt Waffen. Doch. Items? Nee. Warte mal. So. Wir haben eine Hose an, wo nur ein Slot belegt ist. Explosion, Panzerung. Hier kommen Explosionsschaden und hier haben wir eine 36er Panzerung drin. Das ist okay. Was haben wir denn hier eigentlich drin? Auch eine Panzerung? Okay, eine größere Panzerung. Dann lassen wir es so erstmal. Wir sollen ja noch mit jemandem reden, aber mit wem? Alle anderen... Wir haben jetzt eigentlich mit allen gequackelt, mit dem wir quackeln konnten, meiner Meinung nach. Einbrechen wollen wir nicht. Dann würde ich jetzt so wirklich fast sagen, wir gehen zu Panam. Aha. Du nimmst ein Eisbad, ne? Oder hier noch wer? Nope. Also ich sehe nicht mit... Mit wem wir noch reden sollten. Daher... Journal. Ab zu Panami, Mami. Hier, komm. Ab zu Panam. Wo ist sie denn? Hallo? Hi, Panam. Ha! Zwei Sprünge und wir haben es. Steh nicht so rum. Setz dich. Hierhin flüchtest du also, um einen klaren Kopf zu bekommen. Flüchten würde ich das nicht nennen. Woran denkst du gerade? An nichts. Ich meine, scheiße. Weiß ich selbst nicht. Ich bin so scheiß nervös. Ich habe gestern kein Auge zugekriegt. Heute sicher auch nicht. Was macht dir zu schaffen? Mal sehen. Morgen führe ich meinen ganzen Clan vermutlich in den Tod. Doch damit nicht genug. Saul stimmt mir auf einmal in allem zu. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Fuck! Die Leute zweifeln an uns. Das spüre ich. Aber sie glauben trotzdem, dass Panam für sie da ist, wenn alles am Arsch ist. Weil wer denn sonst? Genau. Wer sonst, wenn nicht du? Das meine ich. Nicht ich sollte das tun, sondern... Saul. Hätte er doch bloß nicht all diese dummen Entscheidungen getroffen, um mehr wie ich zu sein. Ich habe so einen Schiss, dass irgendwas schief geht. Dass alle... Niemand wird morgen sterben. Hoffe ich. Das weißt du nicht. Die Familie ist viel stärker, als du glaubst. Aber Kugeln machen keinen Unterschied zwischen Stärke und Schwäche. Wie? Ja. Hast du keine Angst zu sterben? Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Ich auch. Aber je mehr ich's verdränge, desto schlimmer wird's. Woran denkst du gerade? An die erste Nacht, die ich hier oben verbracht habe. Ich war noch unterwegs, fast zurück beim Lager, und musste irgendwie den Kopf freikriegen. Bevor Saul und du euch wieder an die Gurgel gingen? Es war stockdunkel. Nichts. Nicht ein Stern am Himmel. Nur der Wind und ein paar Motoren waren in der Ferne zu hören. Und ich habe darauf gewartet, dass die Welt um mich zerfällt. Dass meine Gedanken zum Stillstand kommen. Sind sie das? Nein. Mir wurde klar, dass das nie passieren würde. Dass mein Kopf immer rasen würde, selbst wenn ich frierend auf einer Klippe sitze. Sollten wir langsam zurück? Nein.
bleiben wir noch ein bisschen. Das tut mir gut. Mehr als ich gedacht hätte. Das hört sich an wie Muttergeräusche. Na, los, bevor unsere Ärsche festfrieren. Saul ist zurück. Gehen wir. Vielleicht hat er neue Infos. Okay. Dann lauf mal. Schöner Sonnenaufgang. Forward to death. Ja, ja. Also sie sind auf jeden Fall einsatzbereit, würde ich mal sagen. Von diesem Anblick kann ich nie genug kriegen. Wir sollten sie nicht warten lassen. Aber er hat einen Hotdog essen. Mehr oder weniger. Ist kein normaler Überfall. Für viele das erste Mal. Mitch hat sie sicher aufgescheucht. Besonders mit einem Panzer. Da fährt ein Panzer mit. Heidi Witzka. Wie bald der Fall? Zufall. Spürst du das? Die Anspannung? Das heißt, sie haben begriffen, was vor uns liegt. Ich war gerade als Kundschafter unterwegs. Das solltest du sehen. Wo? Danke. Der Plan ist folgender. Wir haben zwei Ziele. Erstens, in den Arasaka Tower kommen und wie helfen, Mikoshi zu erreichen. Zweitens, wir werden die Verwirrung ausnutzen, um so viel Ausrüstung wie möglich einzusacken. Die Schätze werden unsere Geldsorgen lösen. Um nach Mikoshi zu kommen, müssen wir uns ins Untergeschoss vom Arasaka Tower graben. Deshalb nutzen wir die Maglev-Baustelle und schnappen uns einen Sorg von Nightcorp. Und zu guter Letzt, unsere Aufklärungsdrohne hat uns ein paar Schwachstellen aufgezeigt. Dieses Tal führt zu der Baustelle. Ich denke nicht, dass sie damit Ärger rechnen. Trotzdem müssen wir schnell vorgehen. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Wachen Verstärkung rufen. Und wenn wir zu langsam sind? Dann übernimmt Bob mit seinem Störsender. Wir müssen nur nah genug an ihre Com-Antenne, um die Übertragung zu starten. Okay. Machen wir uns nichts vor. Das hält sie nicht ewig auf. Ewig nicht, aber hoffentlich lange genug. Sind dort Drohnen? Frühwarnsysteme? Irgendwas? Naja, es ist nicht Fort Knox, aber... Nightcorp hat Militech angeheuert. Und da weiß man nie. Die werden definitiv Patrouillen haben. Unsere Drohnen werden jedenfalls mit ihren fertig. Teddy hält Ausschau, um Alarm zu schlagen. Okay, wir könnten natürlich die Fahrzeuge in die Luft jagen. Das gibt auf jeden Fall schon mal Rumsi-Bumsi, die Waldfee. Hier, ja. Sieht aber eigentlich machbar aus, würde ich jetzt im ersten Moment sagen, ne? Arbeiter, die sollten natürlich feuern, damit die Arbeiter frühzeitig abbauen können. Okay, wir haben Roboter. Gut, Militech-Roboter. Drohnen. Die Baustelle Soldaten. Ist eingemauert. Wird unser Raketenwerfer mit dem Tor fertig? Worauf du einen lassen kannst. Okay. Klingt soweit gut. Was noch? Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Zerg erreichen und ihn unter Kontrolle bringen. Mhm. Das übernehmen Mitch und Kara. Wenn ihr den Bohrer zum Laufen bringt, ist der Weg in die Keller vom Arasaka Tower weit geöffnet. Von da aus werden wir, Panam und ich, zum Labor und einen Weg nach Mikoshi finden. Und während wir bohren? Sollten wir mit ungebetenen Gästen rechnen? Wenn alles nach Plan läuft, sollte niemand wissen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Sieh dich ruhig noch mehr um, wenn du willst. Wir haben noch etwas Zeit. Sieht gut aus. Ich habe genug gesehen. Okay, das reicht. Wie? Bist du bereit? Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt hier Feierabend und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal los und wir ab auf die Baustelle und ab den Bohrer übernehmen. Also bis gleich. Also, oder anders ausgedrückt, bis morgen. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.